Wir holen erstmal den Lasse. So. Lasse. So. Einmal von hinten. Einmal einen kleinen Applaus für den Lasse. Uns fehlt irgendwie ein kleiner Lasse. Grüß dich. Danke. Uns fehlt hier die kleine Umbaupause. Insofern mache ich das jetzt einfach mal, während du vielleicht mit Murat erstmal sagst, wer sind Sie, warum sind Sie, was machen Sie hier? Ja. Haben wir das überhaupt richtig erklärt? Eben bevor du den aufklappst, mussten wir, glaube ich, Strom anschließen, weil sonst geht der vielleicht das mach ich. Gleich aus. Genau. Mache ich alles. So. Hast du es von hinten verfolgt? Ja, so ein bisschen. Also ich konnte natürlich nicht alles sehen. Aber was haben wir alles falsch gemacht? Also wir haben nicht so gut, wir haben es nicht ganz so, nicht so gut fotografiert wie du, nicht so gut bearbeitet wie du und auch nicht so gut verschlagwortet wie du. Wir haben uns aber auf das Keywording-Tool verlassen, was Stockfotografie-Anfängern wie Sven und mir ja schon relativ hilft. Auf jeden Fall, das ist eine super Sache. Genau. Für die, die den Lasse nicht kennen, der Lasse ist seit 2009 Stockfotograf. Richtig. Und seit 2011 Vollzeit. Genau, hast du sehr gut gesagt. Richtig? Absolut sehr richtig, genau. Und wir haben schon viel mit dem Lasse gemacht, weil wir schon vor einigen Jahren auf den Lasse aufmerksam geworden sind, aufgrund seines besonderen Styles. Es wäre jetzt total super, wenn hier Bilder zu sehen wären. Du, ich habe echt das Problem, ich habe hier Angst, einen Stecker rauszuziehen. Da würde ich jetzt gerne mal die Kollegen von der Technik fragen, was ich hier rausziehen darf, ohne dass hier wirklich gleich gar nichts mehr geht. Da hinten vielleicht. Vielleicht. Ganz genau. Jetzt können wir mal auch jemand kurz von der Produktion mit vorstellen. So, aber komm, wir machen jetzt einfach der mal. Der Martin ist eigentlich nicht für die Steckdosen zuständig, sondern wir machen jetzt einfach hier sozusagen das Komplette mit am Laufen. Aber sag mir, genau da habe ich mich nicht getraut, ob ich das rausziehen darf oder nicht. Wenn hier oben die roten Lampen blinken, ist das schlimm? Es scheint schlimm zu sein. Aber wir finden noch Strom. So. Ja. Die haben zu tun. Auf jeden Fall, viele von euch werden den Lasse schon gesehen haben. Auf der Fotokina, da war er bei uns auf der Bühne. Und hat nicht nur bei uns, auch auf der Fotokina-Bühne selbst. Genau. Und hat mehrere Vorträge gehalten darüber, wie er arbeitet, wie er Geld verdient mit der Stockfotografie, was er macht, was seine Nische ist, was sein Style ist. Und das ist das Besondere eigentlich am Lasse. Ich versuche mal in meinen Worten zu sagen, er ist sehr bildbearbeitungsaffin, sehr gut auch darin. Und es zeichnet seine Bilder aus. Man kann schon von einem Signature-Look reden. Wir sagen nämlich, das Schöne ist, gar nichts mehr sagen. Schöne Anekdote. Ich meine, der Lasse zeigt auch so ein bisschen, wo er seine Bilder sieht. Aber mir fällt es inzwischen selber auf. Ich war bei irgendeinem Angebot von Duden, um irgendwelche Lernhelfer für meinen Sohn zu finden. Und dachte, die ganzen Bilder, die kennst du hier. Schau ins Impressum, überall dein Name. Ja, das ist mittlerweile geht schon dir das auch so, dass du da noch darauf achtest? Auf jeden Fall. Dass du das entsprechend irgendwo katalogisierst? Wo hast du dich gesehen? Ja, also durchaus. Also mittlerweile ist es ja auch so, dass ich bei Facebook eine relativ große Community habe und die mir natürlich sehr, sehr viel immer schicken, was ich richtig toll finde. Weil ich selbst sehe natürlich die Bilder nicht so oft, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Im Internet gibt es ja ein paar Methoden, um seine Bilder zu finden. Aber jetzt, dass ich welche meine selbst in der Öffentlichkeit entdecke, ist wirklich sehr selten. Kommt mal vor, aber ja, und die katalogisiere ich dann auch. Wollen wir direkt mal raufschauen auf ein paar Bilder von dir? Inzwischen habe ich das Ganze mit Strom versorgt. Ja. Das heißt nicht ich, sondern Gott sei Dank die Kollegen konnten hier helfen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar, ja. Wir können hier theoretisch mal in meinem Portfolio schauen. Ich darf nur nicht, okay, hier sieht man jetzt natürlich ein bisschen meine Verkäufe. Ich müsste jetzt mal eben spontan schauen, wo ich ein paar Bilder habe. Ich denke, hier dürfte ich ein paar drin haben. Hier könnte ich mal ein paar zeigen. Zum Beispiel sowas. Wie groß ist denn dein Portfolio heute? Wie viele Bilder hast du oben? Ich habe, glaube ich, um die 2200 online, ein bisschen mehr. Ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen. Und ja. Wie schnell füllt es sich? Also wie viele bekommst du so in der Woche oder im Monat noch neu hinzu? Also wenn ich jetzt keine Workshops gebe oder irgendwelche anderen Sachen zu tun habe, dann versuche ich schon so 1 bis 2 Bilder am Tag zu schaffen. Mhm. Und das ist so mein Ziel. Schaffe ich mal nicht. Aber ich versuche schon immer stetig hochzuladen. Klingt jetzt wenig, aber bei dem Aufwand, den er betreibt. Das ist ja der Punkt. Bei ist dir das ja natürlich eine Menge. Ist Fotografie dabei, auch maßgeblich, aber eigentlich sind deine Bilder so in der Realität nicht zu finden. Nein, genau, das ist eben das. Ich bin, muss ich sagen, eher ein fauler Fotograf, zumindest was das Fotografieren eben angeht. Ich
das zeige ich auch gleich nochmal. Ich will gleich nochmal eine kurze Bearbeitung machen von einem Bild. Ich versuche aus meinen durchschnittlichen Fotografien etwas Besonderes zu machen. Und dadurch, das mache ich eben mit Photoshop. Wollen wir da vielleicht direkt einmal reinschauen? Klar. Weil das natürlich super interessant ist. Klar. Also ich habe eben ein Bild mitgebracht, was ich jetzt vorhatte zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt okay ist. Also das hier wäre jetzt sozusagen ein Grundbild, was ich mitgebracht habe. Eben eins aus Hamburg. Eben, das ist ja die Speicherstadt, sehr bekanntes Motiv hier in Hamburg. Und so sieht es dann im Grundbild aus. Ich kann hier nochmal so ein Vorher-Nachher zeigen. Das untere Bild ist dann eben das, was ich daraus gemacht habe. Und das ist dann auch etwas, was sich für mich verkauft. Also das obere Bild, denke ich, würde sich nicht so groß verkaufen. Und das habe ich heute Morgen für eine Demo gekauft und wusste überhaupt nicht, dass es von dir war. Echt? Ja, also ja, ist auch noch relativ neu, das Bild. Also das habe ich erst seit kurzem drin und schon ein paar Mal verkauft. Und ja, wie ihr oben das seht bei dem Bild, das ist nichts Besonderes eigentlich. Das ist ein Bild, was jeder machen kann. Und das Wetter ist ja ein typisches Hamburger Wettergrau. Und ja, ich habe eben dann für Adobe Stock daraus ein etwas emotionaleres, schöneres Bild. Ich finde es auch echt ein gutes Beispiel dafür, weil wir sagen immer, die meisten Stockfotografen haben die richtige Ausstattung schon längst, Kamera, Hardware und all das und können eigentlich auch völlig okay fotografieren. Aber bei den allermeisten ist das Potenzial, um aus dem Bild noch mehr rauszuholen oder sich zu differenzieren, liegt halt in der Bildbearbeitung. Und das ist das, was wir den Fotografen immer wieder raten, dass wir sagen, hört nicht bei der Fotografie auf, kümmert euch auch um die Post, ja? Macht dann euren Skills weiter, verbessert euch, weil nur so kriegst du einen Signature-Look hin, ja. Ja, genau. Und wie frisch ist das Bild? Das ist jetzt, also das Bild fotografiert habe ich, das ist bestimmt schon 2 Jahre alt, aber ich habe es vor 2, 3 Wochen bearbeitet. Okay. Und seitdem hochgeladen. Ich habe es jetzt schon 5 bis 10 Mal verkauft über Adobe Stock in der kurzen Zeit. Also ist jetzt für so eine Art Bild schon ganz gut. Wie oft hat sich dein Bestseller verkauft bisher aus Interesse? Ich glaube über 2000 Mal. Also okay. Ich habe mehrere Bilder, die ich, glaube ich, über 2000 Mal verkauft habe. Ja, bemerkenswert. Aber ich glaube, das signalisiert auch oder das zeigt auch, dass da echt Musik drin ist, weil du hast einfach so eine Reichweite an Käufern überall auf der Welt. Kommen hier tatsächlich auch direkte Anfragen, dass sie sagen, okay, dein, wie Murat gesagt hat, Signature-Look, ich habe wieder was gelernt. Das gefällt mir ganz gut. Ich möchte spezielle, komplette Aufträge an dich vergeben. Passiert sowas auch für Stockfotografen? Passiert durchaus häufig, auf jeden Fall. Da ich aber wirklich meinen Fokus auf Stock lege und das ja auch mein Hauptberuf ist, suche ich mir da wirklich nur die Aufträge dann raus, die mir wirklich gefallen. Und das sind meistens nicht so viele. Aber ich kriege sehr, sehr viele Anfragen. Und das ist natürlich auch ein Luxus dann, weil ich kann eben vom Stock leben und bin nicht auf Aufträge angewiesen. Und vor allem nehme ich mal, dass jemand wie du auch, bevor er so einen Auftrag annimmt, wahrscheinlich ziemlich genau die Zeit validiert, die er da reinstecken muss, weil er sein Output kennt und wiederum auch weiß, was der Output erfahrungsgemäß wiederum in Umsatz langfristig bringt. Das ist ja das Interessante. Ja, du machst ein Werk und das ist eigentlich, wenn das Bild nicht irgendwie aus dem Trend gerät, wenn die Klamotten nicht so veraltet sind irgendwann, hast du einfach relativ lange Möglichkeit, das Bild zu verkaufen. Ja? Jetzt bist du von Herangehensweise jemand, der seine Werke sehr akribisch plant, das weiß ich aus anderen Vorträgen von dir, schaut auch, welche Trends gibt es, was muss ich bedienen, was muss ich auch mittelfristig bedienen, nicht heute und morgen, sondern im Sommer vielleicht. Ja. Was würdest du jetzt raten für Fotografen, die gerade neu einsteigen wollen in Adobe Stock? Welche Themen sollte man sich anschauen, wo sollte man auch mehr Zeit rein investieren? Also aus meiner Sicht natürlich in die Bildbearbeitung beziehungsweise auch in Bildgestaltung, was macht ein gutes Bild aus, sich Bestseller anschauen, das ist eben auch was ich jahrelang gemacht habe und auch immer noch gerne tue. Einfach anschauen, was machen die erfolgreichsten Stockfotografen für Bilder und dann versuchen, es besser zu machen. Möglichst nicht kopieren, sondern versuchen, eigene Ideen zu entwickeln und sich an den Leuten zu orientieren. Wenn du über die Komposition redest von Bildern, achtest du da tatsächlich auch auf so designkritische Elemente? Ich habe genügend Platz für Copy-Space, ich kann das entsprechend in verschiedenen Formaten nutzen? Ab und zu schon, aber bei meinen Bildern kommt es doch eher darauf an, mir muss das Bild einfach am Ende gefallen und wenn es dann mal ein bisschen mehr beschnitten ist, dann mache ich das auch, weil ich mache es im Endeffekt so, wie es mir gefällt, aber ich achte schon auch manchmal darauf, dass man nochmal Text setzen kann, aber das mache ich nicht bei jedem Bild. Ja. Jetzt bist du trotz des jungen Alters ein alter Hase eigentlich im Bereich
von Stockfotografie. Wir haben noch einen zweiten Gast, den du direkt auch mitgebracht hast, den wir einfach auch mal dazu holen können. Dann holen wir noch den Tim. Genau.